Hallo, liebe Sonnenköppe, der Dessau-Streuner ist heute mal im Dessau-Wörlitzer Gartenreich unterwegs. Genauer gesagt im Wörlitzer Park, der natürlich Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Im historischen Gasthof zum Eichenkranz haben schon Goethe, Hölderlin, Novalis, Schinkel und viele andere Größen der damaligen Zeit ein Bierchen gezischt. Sein Torbogen ist der Eingang zum Park und Goethe schrieb 1778: Hier ist's jetzt unendlich schön. Hier haben sich die Hofgärtner Eiserbeck, Neumark und der alte Schoch zwischen 1765 und 1813 mal so richtig ausgetobt und einen englischen Garten entstehen lassen. Der Park war noch gar nicht alt, da ließ sich der damals 29-jährige Vater Franz für sich und seine Frau Luise hier eine Sommerresidenz bauen. Er ließ sich da schon moderne Sachen einbauen, wie Speiseaufzüge, gusseiserne Öfen, Wandklappbetten, Wasser im Obergeschoss, einen Eisschrank, versenkbare Türen und sogar ein Badezimmer. Hier sieht man eine römische Kopie von der Venus mit der Muschel. Im Pariser Louvre hatte Napoleon auch eine davon. Damals gab es sie auch als Knöchelspielerin. Also eine, die mit Knöcheln würfelt. Aber er fand sie mit Muschel schöner. Der Park war sogar zur damaligen Zeit mit allen Gebäuden und dem Schloss zu besichtigen. Ausnahme war das Graue Haus und die Roseninsel, die von seiner Frau als Rückzugsort genutzt wurde. Im Park gibt es insgesamt 17 Brücken. Die Klappbrücke nach niederländischem Vorbild ist eine aufklappbare Brücke über den Schwanenteich nahe am Schloss. Die altromanische Kirche wurde bis 1809 im neugotischen Stil umgebaut und man kann den 66 Meter hohen Turm hochklettern und man hat einen schönen Blick über den Park. Besucher, die nicht so gut zu Fuß sind, können auch gemütlich auf einer Gondel über den Wörlitzer See schippern und alles vom Wasser aus beobachten. Dieser Triliton bildet einen Durchgang zwischen dem Uferweg und dem Weg am Feldrand. Als Erinnerung an seinen Aufenthalt am Golf von Neapel ließ sich Fürst Franz eine mit Findlingen verkleidete künstliche Insel mit Felsengängen und Grotten erbauen. Obenauf ein künstlicher Vulkan, der bei Gartenfesten des Fürsten Lava speien kann. Die Villa Hamilton liegt am Fuß des künstlichen Vulkans. Der Fürst benannte sie nach seinem Freund Sir William Hamilton, der ihm auf der Reise an den Golf von Neapel ein guter Gastgeber war. Bei einem Ausflug in Rom an der Via Appia besuchte Franz das antike Nymphäum der Egeria und fand es so schön, dass er sich hier eine künstliche Ruine mit der liegenden Quellnymphe Egeria herrichten ließ. Auf ihren Reisen durch England sah der Fürst und Erdmannsdorf in der Nähe von London eine eiserne Brücke. Die gegossenen Einzelteile sind miteinander vernietet worden. Dieses technische Wunderwerk durfte auch im Wörlitz nicht fehlen. Darum ließ der Fürst die Brücke maßstabsgerecht verkleinern und als zweite gusseiserne Brücke Europas in seinen Park aufbauen. Durch die maßstabsgetreue Umsetzung ist das Geländer nur 30 cm hoch.
Die Sonnenbrücke führt über den Sonnenkanal im östlichen Teil an der Einmündung in das Große Wallach. Diese Brücke soll auf die Sonnenverehrung der Inkas und Azteken hinweisen. Das Pantheon wurde nach dem Vorbild des Pantheon in Rom gebaut. Es birgt Reliefs des Anubis, der Osiris und des Hippokrates sowie eine Statue der Isis. Sie wurden von Friedrich Doll geschaffen und gehören zu den frühesten nach altägyptischen Vorlagen geschaffenen Kunstwerken in Deutschland. Oh, hier hat sich wohl jemand was eingetreten. Der sogenannte Dornauszieher. Und hier die Wache zu Pferde. Die goldene Urne ließ Fürst Franz als Erinnerung für sein erstes Kind, die totgeborene Tochter, aufstellen. Das Monument ist eine Art Walhalla von Wörlitz. Im Innenraum soll es Marmorreliefs an den Wänden geben, die sämtliche regierenden Fürsten von Anhalt-Dessau ab 1586 zeigen. Der Venustempel von 1797 ist ein dorischer Monopteros, also eine Rundtempelüberdachung, in dem ein Abguss der Venus von Medici steht. Farbige Glasscheiben sollen die darunterliegende Grotte beleuchten. Diese Grotte ist dem Vulcanos, dem Gatten der Venus, gewidmet. Hier kommen wir in die romantische Felspartie. Die Luisenklippe erweckt den Anschein eines je aufragenden Felsens, den man auf steilen, scheinbar in den Felsen gehauenen Stufen erklimmen kann. An den Felsen angebaut ist ein einzelnes Zimmer in mittelalterlichen Formen, das nur durch eine verborgene Tür zugänglich ist. Die Klippe ist eingebettet in ein Höhlensystem, welches unter dem Venustempel endet. Die romantische Felspartie entstand in den 1780er, 1790er Jahren. Sie soll im Besucher intensive, sinnliche Empfindungen wecken. Kleine, tunnelartige Gänge führen zu den verschiedenen, voneinander abgeschiedenen Plätzen. Betplatz des Eremiten, Einsiedelei, Zelle des Mystagogen, Elysisches Feld, die Luisenklippe, Grotten unter dem Venustempel. Die Gänge sind so angewinkelt, dass man ihr Ende nicht sehen kann und zunächst in ein dunkles Ungewisses geht.
Die Idee zum Bau der Kettenbrücke hatte der Fürst von einer Reise durch die Schweiz mitgebracht. Die Kettenbrücke schwankt bei jedem Schritt und ist vollkommen aus Eisenketten. Aber Vorsicht, die Dekra, die die Brücke regelmäßig prüft, sagt, dass jeweils immer nur eine Person drüber gehen darf. Der Flora-Tempel ist der letzte Tempel, den Fried von Erdmannsdorf in Wörlitz baute. In ihm ist eine Figur der Flora und Blumenbilder von Fischer und Drechsler. Die Hornzackenbrücke ist eine Brücke über den Wolfskanal. Der kurze Weg von der Kettenbrücke zum gotischen Haus. Das gotische Haus wurde 1813 fertig. Sein Vorbild war der englische Herrensitz Strawberry Hill, den Fürst Leopold auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Das Besondere an dem Haus sind zwei verschiedene Fassaden. Die Front ist eine venezianische Kirche. Die Gartenseite im Stil der Tudor-Gotik. Oben hatte der Fürst seine Wohnung und der untere Bereich wurde wirtschaftlich genutzt. Dort existiert eine der größten Sammlungen schweizerischer Buntglasfenster sowie ein Museumsladen. Im Park gibt es auch mehrere Fähren zum Übersetzen. Hier die Fähre von der Roseninsel. Die Rousseau-Insel ist der ehemaligen Grabstätte von Rousseau im Park von Paris nachempfunden. Der Eisenhart ist eigentlich ein aus Raseneisenstein, eine Art Eisenerz errichtetes Gebäude, überbrückt aber zugleich den Kanal, der Neumarksgarten abtrennt. Auf dem Eisenhart stehen der Südsee-Pavillon und der Bibliothekspavillon von 1783, die von Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf entworfen wurden. Im Vorraum sind Abgüsse eines Bacchus, einer Bacchantin und eines jungen Fauns zu sehen. Und schon haben wir die Runde durch den Wörlitzer Park geschafft. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und bin wie immer euer Dessau-Strahler.